Du gehst auf die Jury-Referenz? Cool, ich auch. Du machst Videos? Cool, das mache ich auch. Hallo und herzlich willkommen bei einem ganz besonderen Vlog-Video von mir, wo ich aber nicht zeige, wie ich jetzt im Fursuit angezogen bin. Der Grund ist, ich habe mein Fursuit gerade erst auslüften lassen und ich will nicht, dass er wieder stinkt. Und der zweite Grund ist, wie schon erwähnt, ich gehe auf die Jury-Referenz in etwa knapp einer Woche. Und da will man natürlich nicht, dass man rumstinkt und doof aussieht und alles Mögliche. Bist du das allererste Mal auf einer Convention? Cool! Und hast du das Video gefunden? Noch cooler, denn ich werde euch erzählen, was man alles auf seiner ersten Con beachten muss. Und dazu muss ich am Anfang gleich mal klarstellen, nein, du brauchst natürlich kein Suit an der Con teilzunehmen. Tatsächlich ist es besser, wenn man die Con so genießt, wie man es am besten kann. Ein Fursuit oder so ist nicht zwingend nötig. Wenn du einen hast, Glückwunsch, du kannst damit hingehen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Tatsächlich gibt es auch viele Leute, die gerne Fotos und vor allem Videos machen über die gesamte Convention. Und dadurch möchte ich euch auch gerne sagen, wie man sich das Beste von der Jury-Referenz machen kann und vor allem, wie man auch die besten Videos daraus holen kann. Natürlich sollte man versuchen, sich erstmal einzuleben. Klar ist man beim ersten Mal natürlich aufgeregt, wenn man das erste Mal auf einer Con ist und dann sieht man so viele Fursuiter, die man normalerweise nur über Videos oder Facebook oder anderen sozialen Netzwerken kennt. Das Allerwichtigste ist natürlich, sein Zimmer zu beziehen. Das heißt, erstmal seine Zimmernummer zu holen, sein Zeug auf sein Zimmer zu schaffen und dann sich natürlich klar zu machen, was man auf der Con alles besuchen will. Hat man sein Con-Badge, das ist übrigens seine Eintrittskarte für die Convention, dein Con-Book und natürlich deine Zimmernummer, kann die Convention so losgehen, wie du es gerne willst. Nun kannst du mit Suitern interagieren, Videos machen, Fotos machen, alles was du willst und das gesamte 4 Tage lang oder länger, wenn du Early Arrival und später Abreise gebucht hast. Soweit zur Einführung, wie man seine Con am besten beginnen sollte. Jetzt möchtest du sicher am liebsten von deinen Lieblingssuitern Videos oder sogar Bilder machen. Dazu gibt es allerdings auch noch was zu beachten. Denn nicht jeder Suiter will nämlich gerne auf Videos oder auf Bildern sein. Aber das ist zum Glück wirklich nur sehr selten bei der EF. Das Allerwichtigste ist allerdings, dass du den Suitern natürlich ein Zeichen geben musst, dass du natürlich von ihnen ein Foto machen willst. Denn Suiter können nämlich nicht besonders gut sehen. Deswegen gilt zu beachten, dass man sich vor allem nicht von hinten an die Suiter heranschleicht, da sie vor allem hintenrum überhaupt nicht sehen können. Hat der Suiter dich aber trotzdem schon vorher erkannt und weiß, dass du von dem ein Foto machen willst, ist das natürlich nicht vonnöten, den Suiter ein Zeichen zu geben. Trotzdem muss man jetzt zur Sicherheit noch fragen, ob man von den Suiter ein Bild haben will oder man hängt sich einfach an die Kameraleute ran und knipst einfach mit. So einfach geht das. Machst du übrigens ein Video von dem Suiter, dann ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass du natürlich nicht jemanden vor die Kamera springst. Denn du ruinierst dann damit nämlich das Foto, wenn nämlich irgendein Suiter fotografiert werden sollte, du aber deinen Hintern da drauf hast. Wenn du Suiter siehst, die irgendwelche Aktionen machen und du siehst gleich mehrere von ihnen, die irgendwo anders eine Aktion machen, dann lege dich auf eine einzige Aktion fest, solange du filmst. Schwenke nicht sinnlos hin und her und hin und her, sodass jemanden schwindlig wird. Nein, konzentriere dich lieber auf das, fokussiere dich darauf und mache das, was andere tun. Filme sie und mache ein besonders süßes Video daraus. Mache auch mal Pausen, denn keine Person kann mich ununterbrochen filmen, denn spätestens ab 2 Stunden, wenn nicht sogar 1 Stunde, ist sowieso dein Kameraakku leer. Und da sollte man doch lieber sich die Zeit nehmen und die Con in vollen Zügen genießen, anstatt einfach nur rumzufilmen. Denn alles wirst du sowieso nicht auf die Kamera drauf bringen können. Ist die Kamera voll und nicht mal die halbe Con ist zu Ende? Dann ist es sogar empfehlenswert, einen Laptop mitzubringen. Gerade ein Laptop ist ein sehr guter Zwischenspeicher, um überschüssige Materialien, die man über die gesamten Tage hat, zwischenzulagern. Damit kannst du deine Kamera leer machen und dann sogar noch mehr aufnehmen. Am besten hilft es natürlich auch, wenn du zusätzlich zu dem Laptop eine Art portable Festplatte hast,
denn es kann nämlich sein, dass das Laptop irgendwann mal voll ist. Bist du Suiter und Videomacher zugleich? Dann empfehle ich, nicht gleichzeitig zu suiten und ein Video zu machen und das zur gleichen Zeit. Erstens hast du selber nur einen sehr eingeschränkten Sichtwinkel und zweitens kannst du nicht unbedingt sicher sein, dass die Aufnahmen dann auch gut werden. Es gibt zwar manche, die das eventuell können, aber dass das einer kann, heißt noch lange nicht, dass du es selber auch kannst. Wenn du dir dabei unsicher bist, ob du es kannst oder nicht, dann suite lieber nicht, während du filmst. Oder anders gesagt, filme nicht, während du suitest. Wenn du das alles beachtest, dann wirst du eine sehr schöne Zeit auf der Jureferenz haben. Achte auf dich, achte auf andere und wenn du das alles befolgst, dann wirst du garantiert ein sehr gutes Jureferenz-Video machen, selbst wenn es nur 5 Minuten dauert. Ich hoffe, der Vlog hat euch allen gefallen. Man sieht dann die meisten sicher auf der Jureferenz, wenn nicht, dann irgendwann mal später. Auf jeden Fall, lasst ein Abo da, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder beim nächsten Video von WeTV Entertainment. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Hallo und danke, dass du dir dieses Video angesehen hast. Wenn du mehr von mir sehen willst, dann abonniere meinen Kanal und klingle das Glöckchen, dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder. Jeder Support von euch ist ein guter Support und hilft meinem Kanal groß und stark zu werden. Und egal was passiert, bleibt immer auf Achse und verpasst niemals die neuesten Videos von DTV Entertainment.